Okay. Hey, hey Leute und seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Wir spielen in Ranked und das ist das zweite Placement, nee, nicht Placement, was laber ich von Placement Matches? Ich bin in der Promo zu Bronze 3, endlich wieder mal, weil ich das letzte Game, das Aufstiegs Game, wo die Minions da gerade gewonnen haben, halt das letzte geuploadete Game, was ich gemacht habe. Das war, also wurde schon als erstes Promo-Game gewertet. Und also als Sieg, also muss ich noch eins von den nächsten zwei Spielen gewinnen und ich wäre richtig glücklich. Und das Team sieht ziemlich gut aus. Normalerweise hat man ja das Problem, dass die Botlane ein bisschen suckt im Ranked. Aber das ist ja jetzt eine Vayne Main und ein Alistar Main. Also hoffentlich Premates vielleicht sogar noch und das wäre übelst nice. Ich muss gegen einen Kennen ran mit Heal. Ich weiß zwar nicht, was die gerade alle bei Heal haben. Im letzten Game schon gegen Heal gekämpft und ich hoffe, das funktioniert alles super, wie es geht. Also Diana ist nicht so geil für mich. Ich hätte da lieber Barrier dann dabei, weil ich dann einfach die Combo ablocken kann und meine Combo raushauen kann. Aber nun ja, wir haben jetzt das Matchup und müssen dadurch. Jetzt bis jetzt haben wir ja noch niemand gesehen vom Gegnerteam, also ja, kann noch alles passieren. Also Ken ist in der Mitte mit Heal. Was hat er für Rune? Er ist 10 AP, also wahrscheinlich wird er schon AP spielen. Hat Magieresistenz gerusht sogar. Er hat 51. Ja. Er hat übelst krass 27 Magieresistenz. Was, aha, er hat ja das Item noch, ja. Ich dachte gerade, dass er das nur mit Runen und Masteries hat. Und die Botlane, die sieht schon mal gut aus. Nice, okay, die Vayne ist jetzt noch gestorben, aber kann passieren, kann passieren. Haben noch alle Türen offen. Jo. Damage ist dealed. Der Trade war ziemlich even. Er hat nur einen Pot, ich habe zwei. Ich weiß nicht, ob er einen schon getrunken hat oder ob er einfach mit dem Item nur einen kaufen kann. Und da hätte die nächste Bombe. Also der Level 2 Trade war ziemlich gut. Also ein guter Trade. Er wird schon weggehen, oder wie? Nee. Ist ein bisschen doof von ihm. Na, die Bombe war schlecht. Der hier wird als nächstes kommen. So, so. Jetzt wieder ein bisschen besser farmen wie im letzten Game. Letzten Game war. Oh, sorry, weil ich gerade Mikro angetouched habe. Im letzten Game ist das Farmen ein bisschen übelst untergegangen. Ja, jetzt hat er getradet. Besser. Er hat auch. Er hat sogar noch einen Pot. So. Ja, das hat halt leider auch gehittet. Das hat ihn gehittet. Ja, das musste ja nicht hitten. Das hätte den Thunderlord noch geprockt wahrscheinlich. Ja, das hat aber gehittet. So, jetzt versuche ich ihm Farm zu denyen. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Yes! So macht man's. Ich wusste, dass Thunderlord noch prockt, wenn ich einen Auto-Attack raufmache. Und dann habe ich ja noch einen gleich raufgekriegt. Also, super Game. Super Start für mich auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich gegen den Ken nicht rein sacke. Sogar noch ein Pot vorig. Was will ich mehr? So, dann gehe ich back. Ich kann mir. Ich weiß nicht, ob ich mir soll lieber gleich Damage holen gegen den oder ob ich mir das. Ja, komm, meine Regeneration ein bisschen Sustain mehr. Brauche ich aber die Schuhe? Die Schuhe brauche ich nicht unbedingt. Da könnte doch noch ein Buch drin liegen. So. So. Mal sehen, wie es auf den anderen Lanes geht. Also es steht 2-1. Die Botlane hat sonst noch Kills und Deaths gehabt. Und hoffentlich geht die Toplane gut ab.
gegen eine Fiora. Die wird eigentlich, ja, es ist schwer gegen eine Fiora gerade, also sie ist ein übelst starker Champ, auch für mich wird es lästig werden. So. Und Farm sieht ziemlich geil aus, also kann ich nicht beschweren. Und der rusht halt wieder ein bisschen. Ein bisschen Rush sieht man noch ein paar Mal auf kennen, weil er ja eigentlich fünf Pots hat. Der ich muss ihn. Das bringt also ziemlich gar nichts, wenn ich den poke. Aber ich kann es ja trotzdem mal versuchen. Vielleicht kann ich ihn irgendwie gerade bürsten in einer guten Situation. So. Ich push, glaube ich, ein bisschen fest, weil Diana ist gefährlich. Darf ich nicht unterschätzen. Aber ich will halt schon auch. Ja, ich will schon trade mit ihm. Weil ich komme halt über die Kills, ne? Ja, das sagt er. Will er nach hinten dodgen, will. Ich meine, er könnte ja auf die Seite dodgen. Aber nee, er muss nach hinten dodgen. Oh. Also ein Pot hat er raus. Er ist jetzt Level 6 wie ich. Ich könnte so ein All-In erwarten von ihm. Er ist halt übelst. Mit den Pots ist er übelst auf Sustain. Hat's was getroffen? Na, ich push halt schon übelst hart, wenn ich die Bomben versuche, auf ihn zu hitten. Oh. Wird das was? Oh Mann. Scheiße. Die Ulti hat schlecht getroffen, wenn die. Ihr seht das? Oh lol. Stirbt er noch? Stirbt er noch? Nee, lol. Wenn der da noch drauf gegangen wäre. Was kaufe ich jetzt gegen ihn? Was kaufe ich da? Ja, ich glaube, das Morella sollte ich so einfach ausbauen. Hol ich mir lieber noch ein bisschen mehr Pots, damit ich Sustain habe gegen ihn. Da habe ich auch 5 Pots und er wird jetzt mit AP zurückkommen. Mit dem gelben Teil da. Und sobald er das dann fertig hat, wird es wehtun. Und dann wird er richtig Damage hauen auch. Darf ich ihn nehmen? Nice. Blue ist immer schön. Vor allem in dem Matchup gerade, wo ich übelst aufs Poken gehen muss. Weil jetzt kann ich ihn wirklich hart poken. Ah, die ist über ihn gesprungen. Das ist lästig. Nice, der Damage ist da, der Damage ist da, ne? Und sorry, ich habe mir gerade übelst an der Nase gekratzt. Die hat mich nämlich gebissen. Hat er eigentlich immer noch 5 Pots? Wie viel hat er? 3 hat er noch. Wie er immer nach hinten dodgen will. Nice, das hat gehittet. Auspushen halt. Oh Mann. Das war ein guter Dodge von ihm. Also er haut die Space raus. Wie er will, aber es kostet ihn ja keinen Mana, aber es sieht immer lustig aus. Oh, ich habe meine charged'n Auto-Attack darauf gemacht. Die
Die Wave ist geresettet, ja, aber auch mit HP mäßig. Oh. Lol. Die hat ja kein Mana, was will die denn? Wenn er jetzt nochmal kommt, was ich sehr gut finden würde, ja. Komm noch ein bisschen näher. Noch ein Stück näher. Trifft. Hat getroffen, glaube ich sogar. Geht er jetzt back? Oh mein Gott! The Main! Wow! Richtig hart outplayed, würde ich mal sagen. Oh lol. Oh lol, wie... Well played. Aber close war das. Naja, aber Kill ist Kill, ne? Und ich habe 2-1-0. Ist auch nice. Ist nice, wieder mal so ein gutes Game zu haben. Ich weiß nicht, ob ich mit alles da was machen kann. Da. Der Tower ist schon down. What? Ja, das bringt nichts, den Fug. Was fokust du denn den? Oh Lord. Meine Nase. Oh, meine Nase regt mich gerade übelst auf. Ich muss die ganze Zeit kratzen. Also muss, darf, will. Ich könnte noch warten, bis ich eine Ulti reinkrieg. Ja. Unbedingt. Ist jemand gestorben? Nee. Ich hab die Ulti. Oh ne. Nice. Ich snipe die hier gerade weg. Ja, das war nicht so nice. Ich muss jetzt weg. Weil Midlane Tower ist auch bald am Fallen. So. Super, der Tower ist nicht wirklich angehittet. Ich habe 106 Farm. Ken hat 40 Farm. Was geht denn mit Ken ab? Was geht bei dem ab, wenn der nur 40 Farm hat? Boah. Krass. Ja, 2 habe ich gekriegt. Ein Blue, würde mir da helfen? Oh lol. Aus der Ulti raus. Kennen wir doch von irgendwo. Oh lol. Mann, das war Mann, wieso bin ich jetzt da gestorben? Mann. Mensch, Leute, holt nee. Geh carefully. Geh doch. Im Ernst? Throat das Game. Kein Problem. Oh, nee. Ich
dachte, die hätten einen guten Start gehabt. Die Botlane 6-1 Varus. Oh ne. Die machen Drake. Drake ist auch. Oh ne. Wird das schon wieder so ein richtig krasses Tryhard-Game, wo ich alles geben muss? Ja, ich bin auf dem Weg. Bis da sicher nicht gestealt wird. Ist schon weg. Da ist die Diana. Die Diana hat ihn. Oh, da ist. Das war jetzt ein bisschen komisch. Naja. Verdammt. Die Diana ist hier irgendwo noch. Darf man nicht vergessen. Oder sie. Besser gesagt. Wie soll da weggehen? Wehe, wenn die stirbt zudem. Schlagt er die Beine ab. Oh. Tot. Hat sie da ein Wort? Nee. Wieso gammelt die überhaupt in der Mitte rum? Damage ist gut. Damage ist gut. Geh doch weg. Was geht denn bei euch falsch? Was geht denn bei euch da? Feedet noch mehr rein. Oh mein Gott, Leute, Leute, Leute. Ich brauche unbedingt mehr Mana. Bin ziemlich gleich tot, wenn ich. Aber ich muss jetzt da weggehen. Alles da, bitte sterb nicht. Tu alles, aber nicht sterben. Das hier brauche ich unbedingt. Eigentlich auch das hier. Real. Ja, der Shit Talk. Mein Farm. Mein Farm. Fight da unten. Die verstehen, glaube ich, einfach noch nicht ganz das Prinzip, wie ich spielen muss. Okay, und die bekommt halt gar keinen Schaden von mir. Was hat die denn? Ich bin um. Ich bin muss weggehen. Mann, 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 Mann.
Ich würde es gern zeigen. Nice Flash. Wir versuchen weiterhin so unser Bestes. Wieso hat die Bombe nicht gehittet? Die hat gehittet. Alter. Lol. Es fühlt sich so an, als hätte ich irgendwie die falschen Runen oder so dabei. Hab einen kleinen gekriegt. Hier, hau ein Board rein. Ich mache noch nicht so einen guten Damage. Nice. Was gachen? Sorry, wurde kurz gestört. Wir sind jetzt immer noch, Alter. Was? Das ist genau das gleiche im letzten Game. Genau das gleiche. Wieso muss die Botlane immer sacken? Also ich meine so wirklich, so nicht nur ein bisschen, sondern krass. Und der Jungler ist halt auch ziemlich useless gerade. Ich würde gern Kennen halt killen. Weil Kennen ist mein Gegner. Ich habe den gut gewonnen gegen den. Ich habe eine gute Laning Phase halt hingekriegt für, gegen den und. Nice. Dann macht er doch was. Der macht ja was. Ich push ja schon. Nee, die machen Blue. Die machen Blue. Keine Angst. Ganz ruhig. Nice. Ich habe einen Shutdown gemacht, oder wie? Nee. Wen. Soll erstmal was gebackt gekriegt. Die macht einen, die jumpt einmal auf die und ist tot. Wieso ist sie überhaupt da?
sollen mal ein bisschen Respekt gegenüber den anderen zeigen. Ich meine, das sind auch Menschen, oder? Auch wenn sie Scheiße spielen, ich hasse sie auch, genauso wie er. Nice, das hat er gut gemacht. Oh, lol. Mann! Ja, das war mein Bad. Ich habe hier zu fest geschaut. Und es fokust halt niemand. Schau, Raum. Wenn ihr mein Gesicht sehen könntet. Oh Mann, wenn ihr mein Gesicht sehen könntet. Wow. Was ist das nur? Was ist es? Ich kann es noch nicht ganz entziffern, was es ist. Boah, machen die jetzt schon Finish. Ah, Mann. Wenn ich die Promo schon wieder verliere, dann geht's mir so auf den Sack. Ich höre auf mit League of Legends für eine Woche. Nee. Wir sehen uns. Tschüss. Okay.